sieht auf jeden Fall schon mal sehr cool aus. Palast des Midas, ich höre hier doch was. Scheiß auf... Ach du Scheiße. Ja, jetzt würde ich natürlich super gerne da irgendwie rauskommen. Scheiße! Das ist ja die blödeste Idee ever gewesen. Lara, könntest du bitte... Könntest du bitte... Ey, die machen mich doch hier gleich wohl nicht platt, oder? Vielleicht soll ich, wenn ich gleich mal Zeit habe, die Schrotflinte ausrüsten. Okay, das hat sich erledigt. Sehr schön, dann nehme ich jetzt direkt die Schrotflinte. Wo ist sie denn? Ach, das sind die anderen. Genau, da ist sie. Oh Gott. Scheiß Affen. Also rechts kommt einer. Nein! Das war doof. Komm schon, komm schon. Oh, Lara. Du bist aber auch eine Nudel, wirklich. Scheiße. Ey, die blöden Affen, ich sehe hier rein gar nichts. Na, komm schon. Kriegen wir den auch noch down? Ey, oder der kriegt uns down. Kannst du jetzt mal bitte sterben? Oh, Dankeschön, ich bin sehr beruhigt. Und vielleicht sollte ich mal lieber die kleinen Medipacks nehmen, anstatt die großen. Wir sind also im Palast des Midas. Boah, das sieht richtig cool aus. Da können wir irgendwas einsetzen. Da auch. Da ist schon was. Ach, der Midas, der konnte doch Sachen in Gold verwandeln. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere. War das nicht so? Wahrscheinlich müssen wir hier diese Goldbarren einsetzen. Huch. Lara, geh's mal bitte da. Hilfe! Ach, wie geil! Jetzt sind wir wahrscheinlich tot, ne? Aber cool! Ja, wir sind tot, aber richtig cool. Oh nö. Ich versuch's mal mit denen hier. Ey, ich habe aber auch nicht genug Platz, um hier vernünftig auszuweichen. Scheiße. Na, komm schon. Scheiße. Oh. Hui, Gott sei Dank. So, jetzt stelle ich mich natürlich nicht nochmal auf die Hand. Wir haben da ein Tor, da ein Tor. Und wahrscheinlich hier hinten. Ach so, nee, hier geht's gar nicht weiter. Dann gehen wir doch mal nach oben und da haben wir direkt das nächste Tor, was aber auch verschlossen ist. Aber da ist ein Hebel, sehr schön. Ach so, dann öffnet sich das da unten. Ich finde diese Statue so geil. Ach, da oben ist noch Muni. Das finde ich natürlich auch sehr geil, die ich aber nicht mitnehmen kann. Ich bin sehr gespannt, was uns da drin erwartet. Wahrscheinlich noch mehr Affen. Schön machst du das, Lara. Ganz toll. Wir sind alle richtig begeistert von dir. Keine Affen? Keine Affen, aber ein Kontrollpunkt. Ach. Okay, wir müssen also irgendwelche Eisenbarren oder Blei oder so suchen und müssen die dann wahrscheinlich in Gold verwandeln. Da hinten konnten wir hoch. Da können wir auch noch weiter, wie es aussieht. Oh Gott, es geht weiter nach unten. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Können Affen Treppen laufen? Hey, Affen können keine Treppen laufen. Das ist sehr gut. Ey, scheiß Tiger. Okay, scheiße, ich dachte, der wäre tot. Ich krieg's aber auch nicht mehr bei den blöden Affen
Bei dem blöden Affen bekomme ich das auch nicht richtig hin. Mit dem Ausweichen. Was ist das hier? Nein, ich wollte eigentlich den hier. Ach, und dann stürzt die Säule ein und wir können uns den Bleibarren holen, wenn ich das richtig sehe. Dann machen wir das hier auch nochmal. Schön. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, wie viele Bleibarren brauchten wir. 3, 4? Aber das werden wir wohl noch erfahren. So, nochmal eine Rolle, weil es so schön war. Huch, was ist denn jetzt hier passiert? Okay. Da oben kommen wir mit dem Haken dran. Ach, wir müssen wahrscheinlich... Wir müssen jetzt wahrscheinlich hier oben hoch und dann über diese Trümmer und über den Sand auf die andere Seite. Das kann ja lustig werden. Kontrollpunkt. Okay. Fledermäuse! Nervige kleine Biester. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Wahrscheinlich hier. Huch. Okay, dann darüber, da hoch. Da ist ein Medipack. Das nehmen wir natürlich noch mit. Sogar mal wieder ein großes. Sehr schön, weil ich die ja immer so... Nein, Lara, nein, stopp. Weil ich die Medipacks ja einfach immer so verbrate, ohne die wirklich zu brauchen. So, da können wir mit dem Haken. Ach, wieder sowas, wo wir nach hinten springen müssen. Das kann ich ja besonders gut, wie man sieht. Huch! Bin ich jetzt hier richtig? Es sieht zumindest richtig aus. So, wir hängen am Seil und müssen wahrscheinlich an diese Säule da. Ach, schwingen. Schwingen ist auch immer hier meine Lieblings... Meine Lieblingsaufgabe. Oh Gott, Lara. So, nach oben. Nach oben. Dann wahrscheinlich hier hin. Nein! Nein. Oh, warum? Warum macht sie das immer? Und warum muss ich dann alles nochmal von vorne machen? Das ist doch... So, jetzt aber Konzentration. Und dann klappt es auch. Nochmal eben schnell das Medipack holen. So. Och, Lara. Mensch, was machst du denn? So. Jetzt nochmal da dran und jetzt weiter. Und jetzt muss ich anscheinend an die Wand, so wie ich das vorhin auch gemacht habe. Hui. Es sieht echt so oft so aus, als würde sie das nicht schaffen. Und dann schafft sie es doch. Und dann, wenn irgendwie ein recht kleiner Sprung kommt, dann denkt man, ach ja, das schafft sie auf jeden Fall. Und dann, ja. Pustekuchen. Ich schwinge irgendwie sehr weit an die Wand, kann das sein? Dann werde ich mich doch mal ein bisschen drehen. So, Lara, jetzt bitte. Ey, ich hasse das. Ich hasse das einfach. Aber es hat noch geklappt. Sehr schön. So, nach oben. Nach oben und hier nach links. Sehr gut. Der nächste Kontrollpunkt. Und jetzt auf diese Säule da. Das sieht jetzt wieder so weit weg aus, aber... funktioniert. Und jetzt? Moment, es kann... Ah, okay. Hierhin. Sehr schön. Ich hoffe, ich falle jetzt nicht runter, sondern schaffe das hier in einem Durchgang.
oben, nach oben. Hier wieder an den Haken. Hui! Das hat sogar noch geklappt. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. So, Medipack. Wieder runter. Und jetzt müssten wir doch einfach da drauf können. Sehr schön. Jetzt kommen hundertprozentig wieder Affen oder irgendwelche anderen Viecher. Ich höre doch schon was. Uah! Aber wir sind wieder zurück in dem Anfangsraum. Blöder Affe, wo ist der andere? Uah! Ja, danke. Danke. Oh Gott. Noch einer? Warum hört die Musik nicht auf? Ist hier irgendwo noch einer? Kann bitte diese Musik aufhören? Okay, wahrscheinlich hört sie einfach nicht auf. Kommen wir hier rüber, aber das bringt uns ja wahrscheinlich gar nichts. Was guckt sie denn da ständig an? Guckt sie den Hebel an? Wahrscheinlich. Nein, wir kommen nicht rüber, sondern verlieren natürlich erstmal ein bisschen Energie. Da ist ein Gitter, das ist noch zu. Also müssen wir wohl oder übel... Nee, Moment. Ich probiere das jetzt erstmal aus und lege dieses Ding hier drauf. Den Bleibarren. Tadam. Und schon haben wir einen Goldbarren. Den werde ich jetzt einfach mal hier einsetzen. So, sehr schön. Jetzt hat sich da aber doch nur ein so ein Ding geöffnet, oder? Jawohl. Ach ja, ah, stimmt. Wir können jetzt da oben hin. Ich finde das hier übrigens so schön mit diesen kleinen Wasserwegen hier. Das ist echt toll. Der nächste Kontrollpunkt. Das heißt nichts Gutes. Ich rüste gerade mal eben die Schrotflinte aus. Ich habe hier so ein bisschen Angst vor Affen. Und ich muss sowieso mal eben auf die Uhr gucken. Aha, okay. Ist ja höchst interessant, diese Uhrzeit. Keine Affen? Keine Affen, das ist sehr schön. Oh Gott, das sieht ganz schön kompliziert aus. Ich habe jetzt irgendwo einen Hebel gesehen, da drin, glaube ich. Okay, da unten ist im Wasser noch eine Säule. Ich muss mich hier gerade erstmal umgucken. Und zur Freude wie immer eine Rolle machen. Da kommen wir auch nur ins Wasser. Boah, es ist laut hier. Ach, ich könnte ja mal versuchen. Hier rein. Nee, ich versuch's einfach mal. Ach du Scheiße, da ist ein Krokodil. Das möchte ich natürlich. Lara, geh bitte nach oben, da ist ein Krokodil. Ja, es hat mich. Du blödes Mistvieh. Komm mal her. Krokodil? Kann ich dich nicht von hier oben irgendwie fertig machen? Das wäre mir persönlich viel lieber. Irgendwie funktioniert das nicht. Ich hoffe, es ist das Einzige. Alter, du Mistvieh! Okay, schwimm einfach weiter, Lara. Blödes Krokodil, ich bin gleich tot. Blödes Krokodil, blödes Krokodil. Es hat mich. Lass mich bitte los. Ich muss hier irgendwo...
Alter, das nervt aber ziemlich. Da ist ein Hebel. Lara, bitte mach dich mal frei von dem Krokodil und auch von deinen Klamotten. So, betätige bitte das Krokodil. Nein, ich meine, Alter, lässt du mich mal bitte los? Betätige mal schnell den Hebel hier. Gucken wir, was passiert. Alter, lasst mich los. Ah, es kommt eine Säule nach oben. Ich habe ehrlich gesagt noch keine Ahnung. Und jetzt ganz schnell weg hier, Lara. Weg von dem Kroko. Ich bin der Krokodok. Ja, Krokodok. Wie geht das nochmal weiter? Ich bin der Krokodok. Ja, Krokodok. Das Spiel... Das Krokodil gibt keine Ruhe. Es schnappt gefährlich zu. Das hatte ich früher nie, dieses Krokodok. Aber ich fand es mal lustig. Ich habe das bei einer Freundin gespielt. Was muss ich eigentlich tun? Ach, jetzt haben wir da eine Säule. Ach, und da können wir auch hochklettern, wie es aussieht. Dann lasse ich das Krokodil mal weiterhin Krokodil sein. Ach du Scheiße, hier ist überall Feuer. Und ich muss, sie kann ja wahrscheinlich da am Rand stehen. Ich muss wirklich aufhören, in meinen Let's Plays, besonders hier bei... Scheiße, Lara, geh bitte runter. Besonders hier bei Tomb Raider muss ich echt aufhören, so oft Scheiße zu sagen. Also ich sage so oft Scheiße. Das ist richtig Scheiße. Ich werde jetzt aufhören damit. Und, was ist das? Kommen wir da hoch? Ich mache mir so ein Sparschwein. Und jedes Mal, wenn ich Scheiße sage, also es geht noch nicht los, es geht erst gleich los. Und jedes Mal, wenn ich Scheiße sage, packe ich da einen Euro rein. Und von dem Geld kaufe ich irgendwas Schönes. Überraschungseier für alle oder so. Keine Ahnung, auf jeden Fall gilt das ab jetzt. Nie wieder dieses Wort sagen. Im Let's Play. Also doch, so zwischendurch ist das schon mal okay, aber ich sag das halt so oft. Ich sag das immer, wenn irgendwas nicht klappt. Was jetzt hier gerade eigentlich passiert, man weiß es nicht so genau. Ach, ich glaube, die Säule ist nach oben gekommen, oder? Also, ich könnte auf die Säule und dann auf die Säule da hinten und dann zum nächsten Schalter. Dann lass dich bitte nochmal fallen, Lara. Und nochmal und nochmal. Okay, ich glaube, hier bin ich sicher und ich glaube, da hinten kann ich hinspringen, oder? Ich weiß nicht, ob ich da dran komme. Ja, komme ich. Okay, hier geht's aber nicht weiter. Das ist aber wenigstens nett, dass ich hier unten entlang komme, aber dann komme ich nicht weiter. Aha. Ah, okay. Lara, schnell. Und nochmal. Lara. Oh Gott. Ah, Mist. Mist. Muss ich jetzt alles nochmal von vorne machen? Nee, von hier. Okay. Oh, Lara. Das nervt mich. Ich warte jetzt darauf, dass ich getötet werde. Krokodil, bitte töte mich. Na komm schon, töte mich. Warum verliert sie jetzt hier keine Energie? Ich will das Ganze jetzt nicht nochmal machen, deshalb soll das Mistvieh mich hier töten. Das ist mir echt egal. Na komm, friss die kleine Lara. Komm, friss sie. Haps. Mit einem Haps sind sie im Mund. Jetzt schnappst du mal richtig zu. Dankeschön. Danke, liebes Krokodil, dass du das hier noch so in die Länge ziehst. So, also nochmal. Festhalten. Wie komme ich denn... Ach, Moment, ich kann dahin. Dann kann ich wahrscheinlich noch einen nach oben. Okay, ich glaube, ich hab's. So, also hier kommt sie. Ah doch, hier kommt sie weiter. Oder auch nicht. Ach, ich kann hier bestimmt noch weiter nach oben. Aber ich glaube, das ist gerade das Ding hier im Weg, oder? Oh Gott.
Nein! Oh, Lara, doch nicht ins Feuer. Du bist so eine Nuss. Also dahin hoch. Und hoch, Lara. Wieso? Wieso passt das nicht? Es sieht aus, als würde das passen. Und hoch? Ich komme ja auch hier nicht weiter. Ich muss doch da oben dran. Moment, nochmal eben runter. Dann machen wir das Ganze mal hier. Hoch. Sehr schön. Sehr schön. Bitte einen Kontrollpunkt. Da müssten wir... Kommen wir da rüber? Muss ja eigentlich. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, das ist die Säule nebenan. Das heißt, wir müssen da wieder hin. Lara, halt dich! Oh Gott. Ja, okay. Das passt schon. Hoch und hoch. Oh, scheiße. Jetzt schnell, Lara, bitte. Oh, nein! Nein! Das darf doch nicht wahr sein. Und festhalten. Und nach oben. Nach oben. Bleib einfach da, Lara. Nach oben, nach oben. Oh Gott. Medipack. Kleines. Also. Da kann ich hoch, da kann ich hoch. Das Feuer geht so rum. Ach, shit, ich verliere hier ja. Muss wahrscheinlich ganz rum. Lara, bitte, mach, mach, mach. Komm schon, komm schon. Und nach oben und zur Seite. Hui, hui. Oh mein Gott. So, jetzt können wir auch mal ein großes nehmen. Der nächste Bleibarren, yeah. Und noch ein Medipack. So, ich kann doch jetzt rein theoretisch. Kann ich doch jetzt einfach ins Wasser springen und zurückschwimmen, oder? Aber was ist denn hiermit? Kann ich mich da dranhängen? Das funktioniert. Moment. Komme ich hier runter? Na, das hat ja wunderbar geklappt. Ich weiß nicht, war es das jetzt hier schon? Oder gibt es hier vielleicht zwei von den Bleibarren? Ich meine, wir haben ja auch schon alles irgendwie gemacht. Da oben ist aber noch ein Haken. Moment, das muss ich mir nochmal eben angucken. Da ist ein Haken. Ich gehe jetzt erstmal wieder. Ich glaube, ich gehe jetzt erstmal wieder zurück und rüste die Schrotflinte aus. Ich gehe jetzt erstmal zurück und guck, was passiert, wenn wir den da einsetzen. Und dann können wir ja, wenn es... Ah! Alter, habe ich mich jetzt erschreckt. Sekundelang nicht auf den Bildschirm geguckt. Alter, ich komme hier nicht weg. Ihr seid so blöd. Ja, ich habe geschossen. Mann. Echt, ich habe eine Sekunde nicht auf dem Bildschirm geguckt und schon ist der blöde Affe da. Sind hier vielleicht noch mehr? Es ist auf jeden Fall ruhig, das ist schön.